Ja, dann willkommen zu unserem Stream. Unser Vortragender heute ist der Carsten Thalmayer. Der möchte uns etwas zu der MySQL-Shell erzählen. Genau. Und ich glaube, dann fange ich jetzt einfach auch schon an. Darf ich ganz kurz fragen, du siehst meine Folie? Weil wenn du sie siehst, sieht sie jeder. Ja. Okay, prima. Dann scheint das also auch zu funktionieren. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere vielleicht schon in dem Vortrag gewesen ist, den ich vorher gehalten habe, über die Einführung in den InnoDB Cluster. Zwei, drei Folien tun sich leider hier ein bisschen überschneiden von der Seite. Sorry, aber vielleicht nochmal ganz schnell einen Kaffee holen, wenn ihr es schon gehört habt. Oder ansonsten einfach nochmal zuhören. Mein Name ist Carsten Thalheimer. Ich arbeite für die Oracle MySQL GBU. MySQL GBU, wir sind eine abgeschlossene Geschäftseinheit in der Oracle und wir gucken uns halt nur das MySQL-Produkt an. Wenn es irgendwelche hochtrabenden Fragen bezüglich Oracle-Datenbanken gibt, dann tut es mir leid. Ich kann die alle höchstwahrscheinlich auch nicht beantworten, weil tatsächlich mein Fokus halt nur MySQL ist. Ich fange meine Vorträge ja immer so ein bisschen fachfremd an. Das ist dieses, also heute auf dieser Froscon nicht anders wie die letzten Froscons auch. Und ich bin so ganz interessiert, ich gucke mir so ganz gerne ältere Filme an, wie zum Beispiel den Film hier, Ein Goldfisch an der Leine. Und ich finde, wenn man solche Präsentationen macht, ist das immer so ein ganz schöner Vergleich. Viele werden den Film nicht kennen. So bekannt ist er nicht, ist wie gesagt von 64. Der handelt davon, dass links Rock Hudson der Roger Willoughby ist, ein ganz erfolgreicher Verkäufer von Angelzubehör in der großen Supermarktkette und dass die Firma, diese Supermarktkette tatsächlich an die Tochter also übertragen werden soll. Und sie hat dann also ganz viele solche tollen Marketingideen und sagt letztlich dann, okay, wir machen also bei so einem Angelwettbewerb mit, wo also dieser Roger Willoughby dann letztlich ja, da mitmachen soll und er soll natürlich gewinnen. Und dabei stellt sich raus, dass obwohl er tatsächlich unheimlich viel Ahnung von Angelzubehör hat und auch ein Buch geschrieben hat, tatsächlich aber gar kein Angler ist. Also er mag auch keine Fische, er isst nicht gerne Fische, er fasst Fische nicht gerne an. Und dementsprechend ist es eine Komödie, ist es natürlich relativ ulkig. Er gewinnt tatsächlich doch per Zufall zum Schluss diesen Wettbewerb. Natürlich verlieben die sich, natürlich heiraten die. So, und wenn ich so diesen Film sehe, dann denke ich immer so ein bisschen an mich, wenn ich so präsentiere. Ich stelle mich dann hin und sage, das ist die MySQL Shell, das ist der Cluster, hier Tuning-Tipps und Best Practices Guides. Tatsächlich betreue ich aber halt kein MySQL. Also muss ich tatsächlich sagen, very sorry. Aber ich hatte gestern ein Gespräch mit jemandem, der gesagt hat, er betreut ein paar hundert MySQL-Instanzen. Also der hat praktisch gesehen natürlich sehr viel mehr Ahnung wie ich, weil mein ganzes Wissen basiert auf irgendwelchen Blogs und Dokumentationen und Trainings. Und wie gesagt, meine Sys-Admin und auch meine DevOps-Zeiten, die sind schon viele, viele Jahre her. Und von der Seite, also sorry, ich möchte hier nicht als der klingen, der alles weiß, ähnlich wie dieser Angler in dem Film. Also verzeiht es mir, wenn das so sein mag. Ich fange mit einer Sache an, mit einer Folie an. Das wurde ich gestern gefragt. MySQL, tut sich da eigentlich noch irgendwas? Es tut natürlich schon sehr weh, weil tatsächlich tut sich da eine ganze Menge. Und wenn das natürlich nicht so dann im Feld ankommt, dann ist das natürlich immer blöd. Also sorry, aber nein. Also MySQL ist nicht eingestampft. Wir haben sehr, sehr viel mehr Entwickler, wie wir noch die letzten Jahre hatten. Wir sind immer noch am Suchen auch von Entwicklern. Wenn vielleicht jemand Interesse hat, einfach sich bei mir melden. Und ja, da tut sich eine ganze Menge. Zum Beispiel hatten wir im letzten Jahr auch den Datenbank Award gewonnen von der DB Engines Ranking Gruppe. Und das ist so die einzige Marketingfolie, die ich an dieser Stelle hier habe. Vielleicht auch hierfür ein bisschen sorry. Aber wie relevant ist MySQL? Also fangen wir mal mit den Basics an. Das ist DB Engines Ranking. Diese oder ähnliche Ranking gibt es zuhauf im Internet. Die sagen alle so mehr oder weniger dasselbe aus. Dass wenn man hier einfach mal guckt und sagt, so irgendwie so ab 400 Punkte ist es relevant, dann ist die Welt wirklich so fünf geteilt. In Oracle, MySQL, Microsoft, Postgres und Mongo. Mal ganz ehrlich, so ab IBM DB2 weiß ich nicht. Natürlich, es gibt einen Anwendungsfall für alles. Es gibt hochgradig spezialisierte Datenbanken. Allerdings so in der ganz großen Masse sind die nicht zu finden, wobei ich bei den Top 5 tatsächlich sagen würde, ja, also die sind tatsächlich so bei praktisch jeder größeren Firma, egal ob das jetzt dann kleine, mittel oder Großindustrien sind, zu finden. Und das ist auch kein ganz neues Bild an dieser Stelle. Das ist schon viele, viele Jahre so. Wer die Details dazu wissen will, auch wie dieses Ranking entsteht, einfach mal auf diese Seite gehen. By the way, dieses Sponsoring von Oracle und von MySQL kommt beides nicht von Oracle. Das Sponsoring von MySQL kommt hier von Amazon. Ich weiß gar nicht, wer das Oracle sponsert. Also
Wir haben da relativ wenig zu sagen. Es ist trotzdem ganz interessant, wenn man das mal sieht. Was ich noch viel spannender finde, ist die Umfrage der Server auf Stack Overflow. Das machen die auch schon seit etwa 4 Jahren so, wo sie dediziert nach Datenbanken fragen. Die fragen noch nach sehr viel mehr. Was für ein Betriebssystem, was für ein Linux, was für ein Kernel, wie viel Gehalt und so weiter und so fort. Und sie fragen halt auch in einer Frage, welche Datenbank ist so preferred. Und da spielt MySQL eine relativ große Rolle. Also die letzten 4 Jahre waren wir immer über 50%. Und tatsächlich nehmen wir tatsächlich sogar absolut und relativ gesehen noch zu, was auch so ein bisschen einen Ausblick gibt, was wird denn mit MySQL in den nächsten Jahren passieren? Wir erwarten nämlich schon, dass es da sehr, sehr viel noch Zusätzliches gibt. Dann werden wir auch nicht müde, immer wieder zu sagen, dass sehr viele große Firmen, also Facebook, Twitter, WhatsApp, Uber, GitHub, Netflix, die setzen alle auf MySQL. Die meisten von denen sind große Referenzkunden. Es gibt einen anderen Trend. Auch viele Industriekunden setzen mittlerweile auf MySQL, Banken vor allen Dingen. Allerdings sind die in der Regel nicht in irgendeiner Art und Weise als Referenzkunde verfügbar. Die wollen im Regelfall nicht genannt werden. Ist halt so, kann man nicht ändern. Nichtsdestotrotz auch da ist MySQL relativ gut vertreten. Und vor allen Dingen in der Cloud spielt MySQL halt eine sehr, sehr große Rolle. Praktisch jeder Cloud-Anbieter, ob das jetzt Google, Amazon, ob das die Oracle Cloud, IBM Cloud, die Deutsche Telekom Cloud oder sonst irgendwelche Clouds sind, typischerweise findet man ein Angebot von MySQL, was letztlich auch auf dem Erfolg und der weiten Verbreitung von MySQL gründet. So. Jetzt MySQL, wo sind wir Stand heute? Wir sind Stand heute bei dem Release 8. Release 8 wurde vor 2,5 Jahren im April 2018 released. Da hat sich eine ganze Menge getan und wir reden heute ja auch über die MySQL Shell. Die MySQL Shell funktioniert mit dem Release 5.7 und auch mit dem MySQL 8 Release. Nichtsdestotrotz, sehr, sehr viele Funktionalitäten, wenn es zum Beispiel um das Cloning, um das Clustering geht, gehen tatsächlich erst mit MySQL 8. Natürlich ist das Latest und Greatest Produkt hier das, was wir vollumfänglich unterstützen, während das Release 5.7 so langsam am Ausplätschern ist. By the way, das Release 5.7 im Oktober diesen Jahres, also in 2 Monaten rund, wird tatsächlich dann in den Extended Support Live gehen, was auch heißt, man sollte langsam mal so sich überlegen, dass MySQL 5.7 abzudaten. Wir werden auch auf Update ganz kurz eingehen. Es gibt da ein schönes Utility dafür, was das Upgrade-Leben sehr, sehr viel einfacher macht. Ganz kurz auch hier nochmal eine Zusammenfassung MySQL 8. So 4, 5 große Funktionalitäten. Zuallererst mal zu nennen das Data Dictionary. Es geht hier um sehr, sehr große Datenbanken, also wo ich ja bis zu 1 Million Tables oder Schemas haben kann in MySQL. Ich kenne jetzt keinen so großen Kunden, der das macht. Ich betreue selbst einen sehr großen Kunden in Holland. Der hat stellenweise mit ein paar hunderttausend Tables schon, finde ich, eine relativ große Instanz. Nichtsdestotrotz, wenn Facebook oder Twitter, ich kenne deren Infrastruktur nicht, diese Anforderungen hat, für 1 Million Datenbanken, das kann man tatsächlich mit MySQL Acht jetzt tatsächlich abbilden. Es gibt da noch sehr, sehr viel mehr in dem MySQL 8 und vor allen Dingen, das wird für uns auch gleich wichtig werden, MySQL 8 ist tatsächlich nicht mehr so in Stein gemeißelt, wie das vielleicht noch mit dem Release 5.7 war, sondern MySQL 8 folgt hier auch tatsächlich einem relativ modernen Continuous Delivery Model. Das heißt, MySQL 8, wir releasen alle 2 bis 3 Jahre ein Major Release und wir releasen so etwa alle 3 Monate ein Update zu MySQL und 8. Tatsächlich kommt da immer dann wieder eine Funktionalität mit dazu. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es gibt so ein bisschen ein größeres Release, gefolgt von ein bisschen einem kleineren Release und dann kommt dann wieder so ein bisschen ein größeres Release. Ich möchte die jetzt hier auch gar nicht alle durchgehen an dieser Stelle. Ich gucke mir immer nur so die letzten 12 Monate an. Sorry, da ist immer noch ein Typo drin. Also 01 2020, InnoDB Replica Set. Wen das interessiert, da hatten wir in der letzten Session drüber gesprochen. Ich glaube, die sind ja auch aufgezeichnet worden. Vielleicht einfach angucken oder ich schreibe mich einfach an und dann schicke ich euch die Folien zu. Im April diesen Jahres kam dann die Binlock Compression mit dazu. Binlock Compression ist eine super Sache, weil ganz, ganz, ganz viel an diesen Binlocks hängt. Also Point-in-Time-Recovery zum Beispiel kann man mit Binlock sehr einfach tun. Wenn es um Replikation geht, sind Binlocks einfach unerlässlich. Wenn es um InnoDB Cluster geht, sind Binlogs auch unerlässlich. Das Problem ist, diese Binlogs können sehr groß werden. Also es ist nicht unüblich, dass ich ein paar hundert Gigabyte an Binlog-Daten habe und irgendwann können die mir halt einfach Probleme kreieren in
dass die Platte einfach voll ist. Ja. Und von der Seite war diese Binlock-Kompression, das war eine relativ große Funktionalität, die wir nachreichen mussten. Und die funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. Also man sieht stellenweise Einsparungspotenziale von über 80%. Also das macht sich dann schon sehr bemerkbar. Gut, das letzte Release, was jetzt rausgekommen ist, das war im Juli gewesen, vor rund 6, 7, 8 Wochen. Auch da gibt es eine große Funktionalität drin, die werden wir uns näher anschauen, MySQL Logical Dump. Da sind noch viele andere Dinge mit reingekommen. Und hier steht CRTASSE, GRTASSE. Das könnt ihr googeln, da werdet ihr nichts dazu finden. Das habe ich mir selbst ausgedacht, weil es da drauf gepasst hat. Das heißt Create Table as Select. Und Create Table as Select ist eines von diesen Statements, was man tatsächlich nicht unter Global Transaction Identifiers etablieren konnte, weil es nicht Atomic gewesen ist. Das hat sich jetzt geändert. Und mit diesem Create Table as Select und dem GTID-Support können wir jetzt praktisch alle SQL-Statements auch mit GTID abbilden, was umgekehrt auch heißt, wir können das auf Basis des InnoDB-Cluster abbilden. Also für alle die, die mal versucht haben, ein InnoDB-Cluster auf Basis von Cloudera Manager zu etablieren, das ging lange Jahre nicht. Das geht jetzt, seit Juli geht es. Und wir arbeiten halt mit Hochdruck daran, dass alle Applikationen wirklich auch mit dem InnoDB-Cluster ausgeführt können. Was praktisch jetzt geht, es gibt immer noch eine Einschränkung, es muss einen Primary Key geben. Jetzt höre ich ganz oft, Primary Keys sind sowieso Status Quo bei allen Datenbanken. Dann sage ich immer, das ist die Theorie. Die Praxis ist, dass ich also selbst, wenn ich ein WordPress habe und ich einige Plugins dann installiere, ganz, ganz schnell in der Situation ende, wo ich tatsächlich dann keinen Primary Key verwenden kann, was ergo auch heißt, ich kann keinen InnoDB-Cluster verwenden. Wie gesagt, auch daran arbeiten wir an dieser Stelle. Das ist noch eine Frage von ein paar Monaten. Dann werden wir diese Funktionalität nachziehen. So, ihr seid ja jetzt in diese Session gekommen wegen der MySQL Shell und wegen MySQL DevOps. Ich fange zunächst erstmal an, die MySQL Shell ist nicht neu. Die MySQL Shell gibt es auch schon so etwa 4, 5 Jahre. Wir gucken die uns im Detail an, was die machen wird. Wir gucken uns auch an, wo die ursprünglich herkam. Das ist ganz hilfreich, wenn man so verstehen will, was man damit machen kann. Und wir werden uns dann anschauen, wie können wir diese MySQL Shell mit DevOps an dieser Stelle matchen. So, und ich fange einfach mal an. DevOps Engineer, ja, was ist das eigentlich? Ja, jetzt kann ja jeder mal ganz kurz so ein bisschen in sich reingehen und kann ja selber mal so überlegen, was sieht er denn so als DevOps-Engineer? Natürlich, es gibt Wikipedia und es gibt Google, kann man alles nachschauen, ja. Aber wie ist denn wirklich die Rolle eines DevOps-Engineers, so wie ihr ihn kennt? Da geht das Bild wirklich ganz weit von, das ist ein Hardcore-Entwickler bis das ist ein Hardcore-Sys-Admin und dazwischen drin gibt es irgendwie so ziemlich alles. Von der Seite schreibe ich einfach jetzt mal so, wie ich es sehe. Das ist nicht 100% korrekt, das ist nicht in line mit Wiki, aber so sehe ich halt irgendwie die Welt, wenn ich zum Kunden gehe. Also zunächst erstmal ist ein DevOps-Engineer jemand, der aktiv System Administration tut. Also der ist tatsächlich an den Systemen dran. Es scheint so zu sein, dass dieser ganz klassische Sys-Admin, den man vielleicht von vorher konnte, oder auch diesen ganz klassischen DBA-Admin, den man von vorher konnte, die scheinen so langsam so ein bisschen zu verschwinden. Und diese ganzen Administratoren, die gehen in einen anderen Bereich mit rein. Jetzt steht hier einfach Code. Also tatsächlich scheint so zu sein, dass die Administratoren ganz, ganz oft so auch ja, entwicklungsaffin sind. Die hängen sehr, sehr nah an der Entwicklung dran. Die hängen sehr, sehr nah an dem Testing mit dran. Und vor allen Dingen sind das diejenigen Leute, die die Prozesse automatisieren. Und ganz, ganz wichtig an dieser Stelle, so DevOps, das ist immer so auch ein bisschen die Bridge. Das ist so der, ja, derjenige, der zwischen Entwicklung, zwischen Testing, zwischen dem Anwender immer so ein bisschen der ist, der moderiert und der kommuniziert. Und das scheint so für mich die eigentliche Rolle zu sein. Und ja, und jetzt, da matchen wir jetzt mal die MySQL Shell dazu. Warum macht die MySQL Shell hier an dieser Stelle Sinn? Also was sind so diese Komponenten, die man sehr, sehr einfach übernehmen kann? Das schauen wir uns jetzt so ein bisschen im Detail an. By the way, das habe ich vergessen am Anfang zu sagen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt die Fragen bitte in den Chat rein. Wir machen die Fragen ganz zum Ende. Ich denke, ich bin so 10 Minuten, 15 Minuten vorher fertig und dann besprechen wir die Fragen. Also irgendwelche Fragen einfach bitte in den Chat-Channel reinschreiben. So, also zunächst erst dann die MySQL Shell.
ist ein eigenes Programmmodul, das ihr genauso wie MySQL oder den Router oder Workbench installieren könnt. Das kommt Stand heute nicht aus den MySQL Server Binaries mit. Das wird das langfristige Ziel sein, aber das sind wir an dieser Stelle noch nicht. Das heißt also, ihr könnt die MySQL Shell auch als RPM, als YAML Package, wie immer ihr auch MySQL installiert, herunterladen. So, und so die erste Aktion, die mit dem MySQL Shell auffällt, ist, dass es zwei zusätzliche Interfaces hat. Den SQL Client, den man von früher kennt, bildet es an dieser Stelle auch ab. Aber was man eben an dieser Stelle auch sehr, sehr schön machen kann, ist, man kann JavaScript und Python Code in dieser MySQL Shell ausführen. Was es im Umkehrschluss sehr, sehr einfach macht, JavaScript und Python-Programme zu schreiben, die letztlich dann irgendwas mit MySQL machen. Und ich nehme es an dieser Stelle mal vorneweg. Irgendwas mit MySQL machen, das kann tatsächlich irgendwas SQL, etwas NoSQL, es kann auch als administratives sein, es kann auch Komponenten von der MySQL Shell aufrufen. Also diese MySQL Shell ist im weitesten Sinne erstmal sehr, sehr flexibel und sehr, sehr offen für JavaScript und für Python-Code. Und man kann an dieser Stelle hier auch tatsächlich beides tun. Also man kann sowohl JavaScript oder Python in der MySQL Shell ausführen. Man kann umgekehrt aber auch die MySQL Shell sehr, sehr einfach aufrufen und im Rahmen von irgendwelchen Batch Operations oder in irgendwelchen Python-JavaScript-Programmen dann letztlich ausführen. Wir werden da gleich ganz viele Beispiele dazu sehen, was man da alles damit machen kann. Aber das ist erstmal so dieser erste Ansatz und man kriegt vielleicht schon so das erste Gefühl, warum wir denken, dass die MySQL Shell so ein ideales Tool ist für das DevOps, weil DevOps halt auch so ein bisschen im Scripting, im Entwicklungsumfeld zu Hause ist. Gut, dann gibt es aber noch einen zweiten, sehr, sehr wichtigen Anwendungsfall. Und zwar mit MySQL 5.7 können wir ganz klassisch SQL machen. Nichts Neues, mit MySQL 8 natürlich auch. So, mit MySQL 5.7 haben wir aber auch die JSON-Objekte und den sogenannten Document Store eingeführt. Das ist keine neue Funktionalität mit MySQL 8, die wurde nur mit MySQL 8 dann angefangen zu promoten, aber grundsätzlich ging das tatsächlich vorher mit dem Release 5.7 eben auch schon. So, und da wird es jetzt kritisch, weil so Document Store-Ansätze, da muss man jetzt aufpassen und wir gehen jetzt zunächst erstmal in einen kurzen Breakout, in eine kurze, ja, einen kurzen Exkurs, weil Document Store heißt, also ich arbeite A mit JSON und ich habe ein eigenes Protokoll, um mit den JSON zu arbeiten. Ich sage mal mit ganz klassischen relationalen Daten, das kennt ihr, das kennt jeder. Aber was ist denn jetzt, wenn ich wirklich mit JSON arbeite und wenn ich dieses neue Protokoll habe? Und was mache ich vor allen Dingen mit dem alten MySQL Client? Und hier schließt sich schon so diese erste Brücke. Tatsächlich ist dieser NoSQL-Zugriff, also diese Nicht-SQL-Zugriff auf MySQL. Dafür haben wir einen neuen Client gebraucht. Da kam diese MySQL Shell ins Spiel. Also tatsächlich kam die gar nicht so aus diesem DevOps-Gedanken, sondern tatsächlich kam die MySQL Shell aus dem Gedanken, wir haben den klassischen MySQL Client und jetzt brauchen wir eben noch ein NoSQL-Interface, damit wir eben mit MySQL auch arbeiten können. Und da machen wir jetzt einen ganz kurzen Breakout. 6, 7 Slides höchstens. Also, wir haben die Welt links, so denken wir als DBAs, sage ich einfach mal. Im weitesten Sinne ist das Excel. Also, wir haben diese klassische Excel-Tabelle vor uns. Und dann gibt es Rows und es gibt es Columns und darüber kann man ein Feld eindeutig definieren. Und ja, ich sag mal, gerade früher, wo eben Hardware noch sehr, sehr teuer war, wo Speicher noch sehr, sehr teuer war, wurde das ganze System hochgradig optimiert und normalisiert. Also dieses Jahr 2000-Problem zum Beispiel war ja darauf zurückzuführen, dass man nur die letzten zwei Digits des Jahres gespeichert hatte und von 1999 auf 2000 hat sich letztlich dann dieses Problem ergeben, also dieses Umspringen. So, jetzt ist es heute nicht mehr so kritisch. Ich meine, immer noch, man achtet natürlich drauf, möchte möglichst effektiv arbeiten, aber ganz ehrlich gesagt, Arbeitsspeicher CPU ist relativ günstig geworden, vor allen Dingen in Bezug auf DBAs. Und ganz, ganz oft sieht man tatsächlich, dass Entwickler jetzt in einem anderen Modell denken. Die interessiert es nicht, wie groß eine Datenbank skaliert und ganz viele interessiert es auch nicht, wie persistent die Daten sind. Wichtig ist, dass sie da sind, aber was genau im Hintergrund passiert, interessiert keinen. Was auch letztlich heißt, dass viele Entwickler tatsächlich auf die Daten gucken, so wie wir es jetzt hier rechts sehen, im Rahmen von JSON. Tatsächlich ist es eben nicht mehr so, dass man an Excel denkt, sondern man denkt grundsätzlich eher, ich sage jetzt einfach mal Word, blödes Beispiel, aber man hat eben eine Collection von Data und diese Collection, die bilden dann tatsächlich eine Informationseinheit ab. So.
Und genau diesen Weg, den könnte man mit Release 5.7 eben auch tun. Jetzt ist es nur so, wenn ich links auf die Daten zugreifen möchte, ist das ja ganz offensichtlich eine andere Sprache, SQL, als wenn ich rechts auf diese Daten zugreifen möchte. Und genau dafür haben wir diese MySQL-Shell gebraucht, für dieses neue Protokoll. Dieses neue Protokoll, dieses neue X-Protokoll, das neue No, dieses neue NoSQL-Protokoll, das nennen wir X-Protokoll. Und dieses X-Protokoll, das kann über diese MySQL-Shell zunächst erstmal abgefrühstückt werden. Also, MySQL-Shell und Document Store ist zunächst erstmal nichts anderes wie ein einfacher Weg, mit JSON-Dokumenten in MySQL zu arbeiten. Und die MySQL-Shell ist zunächst erstmal nichts anderes als ein einfaches Tool, um diese JSON-Daten zu lesen und zu ändern oder zu löschen oder was halt auch immer mit diesen Daten zu machen. So, und wenn ihr jetzt sagt, naja, das klingt alles so ein bisschen wie Mongo, ja, genau so ist es. Also Mongo ist unser großes Ziel an dieser Stelle. Tatsächlich kann man ganz viele Mongo-Anwendungsfälle mit ganz klassischem MySQL auch abdecken. Das wissen viele leider nicht. Also marketingtechnisch sind wir hier nicht so sonderlich erfolgreich. Aber tatsächlich kann ich vieles, was ein Mongo-System macht, auch mit MySQL machen. Das muss man an dieser Stelle zunächst erstmal wissen. So, jetzt. Diese MySQL-Shell basiert auf Basis von APIs. Und zwei APIs schauen wir uns etwas näher an. Das ist einmal diese MySQL-DB-API. Das ist der klassische MySQL-Client. Und dann gibt es die sogenannte Document Store-API. Das ist der Protokoll-X-Client, der MySQL-X-Object-Client. So, beide Komponenten können auf MySQL zugreifen. Im Endeffekt ist alles InnoDB. Ob das jetzt SQL-Daten sind, ob das NoSQL-Daten sind, alles liegt immer unter der InnoDB-Engine. Was auch heißt, auch wenn wir mit NoSQL-Daten arbeiten, arbeiten wir immer mit transaktionalen Daten. Wir sind immer ACID Compliance. Alles, was ihr über Replikation, über den InnoDB-Cluster, über die Verschlüsselung, über das Logging von MySQL kennt, gilt im Guten wie im Schlechten auch für den NoSQL-Interface, für das NoSQL-Interface, auch für die JSON-Daten, die in MySQL hinterlegt sind. So, wie sieht das jetzt ganz praktisch aus? Also links, das ist beides MySQL Shell. Links sehen wir den ganz klassischen SQL Client, also Show Databases, Show Tables, Use World. Rechts sehen wir das X-Protokoll, also Get Schemas, Get Collection. Wir sehen an dieser Stelle da gleich noch mehr. Man sieht schon, diese MySQL Shell hat mehrere Interfaces. Hier sehe ich jetzt das SQL Interface, ich sehe das JavaScript Interface. Nachher werden wir dann auch noch das Python Interface an dieser Stelle sehen. So wie ich sag mal, Daten einfüge in MySQL, Create Table, Insert Flags, kann ich das eben mit JSON-Daten auch machen. Die Syntax ist hier ein bisschen geändert. Also hier heißt es dann halt DB Flags X Add und DB Flags X ja, Create Collection. Also man sieht an dieser Stelle schon, es ist ein bisschen anders wie das klassische SQL-Protokoll. Aber ich kann hier sehr, sehr ähnliche Dinge tun und die Syntax ist tatsächlich auch sehr, sehr ähnlich einem Mongo. Und was man zum Beispiel von Mongo an dieser Stelle oder ich sage mal ganz grundsätzlich an JSON-Dokumenten sehr, sehr mag aus Entwicklungssicht, ist dieses Schemaless. Also eines der Probleme, warum nicht jeder SQL und relationale Datenbanken mag, ist ja in dem Moment, wo ich ein Schema ändern muss, ist es relativ teuer. Auf der einen Seite ist es ultra performant, aber wenn ich da was ändern will, Spalten hinzufügen, Spalten löschen, Indexes und was weiß ich nicht alles machen, dann kann das unter Umständen teuer werden im Sinne von, das kann lange dauern. So, und dementsprechend gerade Schemaänderungen, das versucht man eigentlich immer zu vermeiden. Was einen dann natürlich so ein bisschen inflexibel macht, wenn es um die Entwicklung geht. Das gilt so bei JSON und der MySQL nicht mehr. Also man sieht ja hier zum Beispiel, ich habe hier eine weiße Flagge, eine blaue Flagge mit dazu genommen und jetzt habe ich auf einmal hier auch noch ein Symbol mit dazu genommen. Das wäre in der relationalen Welt so nicht möglich. Mit JSON kann man das an dieser Stelle natürlich sehr, sehr einfach tun. Und das, was ich vielleicht unter einem Select kenne, aus der klassischen SQL-Schiene. Das erkenne ich hier unter DB Flags X Find und mit den entsprechenden Limitierungen auch, mit den entsprechenden Sort-Befehlen. Also alles das, was ich hier vom SQL und vom Select kenne, kann ich hier mit dem JSON an dieser Stelle auch machen. Das ist jetzt kein Vortrag über Document Store. Von der Seite breche ich das an dieser Stelle jetzt hier auch ein bisschen hardcore schon wieder ab. Aber vielleicht so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ursprünglich kam die MySQL Shell aus dieser Schiene, dass wir tatsächlich für das neue Protokoll, für das neue X-Protokoll einen neuen Client gebraucht haben. Und das war diese MySQL Shell. Ganz kurz zusammenfassend noch zu sagen, dass ich tatsächlich mit den relationalen Daten und mit den NoSQL, mit den JSON-Daten auf einem System arbeiten kann. Die liegen tatsächlich in einem InnoDB-System und ich kann auch aus beiden Wegen auf diese Daten zugreifen.
Das ist der große Vorteil. Ich kann die beiden auch mischen. Ich kann zum Beispiel mit meinen relationalen Daten, ich sage jetzt einfach mal Adressdaten arbeiten, habe aber trotzdem meine JSON-Daten als Document Store gespeichert, kann die trotzdem über einen entsprechenden Join selektieren, auswerten, weiterverarbeiten, weiterberichten, Analytics drüber fahren. Alles das, was man klassisch von MySQL kennt, gilt an dieser Stelle genauso eben für MySQL auch. Damit lasse ich den Document Store jetzt erstmal ein bisschen außen vor und wir schauen uns die MySQL Shell weiterhin an. Da kam die MySQL Shell her. So, was man jetzt auf der Basis der MySQL Shell eben auch machen kann, ist also zunächst erstmal, ich kann direkt von der Kommandozeile die MySQL Shell aufrufen. Das hätte ich ja mit dem MySQL Client so auch gekonnt. Es ist ein interaktives REPL-Interface, so wie ich das mit dem MySQL eben auch, mit dem klassischen MySQL-Client auch konnte. Aber wenn es darum geht, Python oder JavaScript auszuführen, das konnte natürlich der alte Client so nicht. Und das kann tatsächlich jetzt die MySQL Shell sehr, sehr einfach, sehr, sehr gut machen. Ich kann auch irgendwelche Python-Module direkt in die MySQL Shell mit importieren und kann diese Utilities dann in der MySQL Shell mit ausführen. Also man sieht schon, es geht so ein bisschen in diese Entwicklungsstelle mit rein. Es gibt verschiedene APIs auf der Basis der MySQL Shell. Es gibt die Shell-API, es gibt die Admin-API. Diese Admin-API hatten wir zum Beispiel im letzten Kurs, wo es, die letzte Präsentation, Entschuldigung, wo wir über den InnoDB-Cluster gesprochen haben, rauf und runter uns angeschaut. Die schauen wir uns auch gleich nochmal ein bisschen an, ein paar Befehle davon. Aber es gibt auch Erweiterungen, wie zum Beispiel die Utilities, die dann diverse DB-Aufgaben sehr elegant übernehmen. Also ich kann zum Beispiel JSON-Dokumente sehr schön importieren. Da ist zum Beispiel ein Upgrade-Checker mit dabei. Den schauen wir uns gleich etwas mehr im Detail an. Da sind zum Beispiel auch Dump-Utilities dabei, um das klassische MySQL-Dump abzulösen. Auch das werden wir uns mehr im Detail anschauen. Und diese ganzen Use Cases ist, also was jetzt kommt, das ist so eine Kollektion über die Dinge, die wir in ja, der MySQL Shell tun können. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere vielleicht mal einen Vortrag gesehen hat auf der FOSDEM. Auf der FOSDEM in Brüssel im Februar findet die typischerweise statt. So, da hat sich so ein bisschen ein Universum gebildet über einen Bill. Bill ist ein Dev-Admin und auf Bill werden wir jetzt auch gleich eingehen und Bill wird jetzt tatsächlich für uns ganz viele Beispiele dann vornehmen. So, wir schauen uns jetzt erstmal die Use Case an. Also eine Applikation wird entwickelt, man stellt relativ schnell fest, ein Datenbankmanagementsystem wird benötigt. Ja, da muss natürlich die Infrastruktur bereitgestellt werden. Das ist ganz oft was, was meistens noch andere, nicht unbedingt DevOps-Leute machen, aber lassen wir an dieser Stelle mal dahingestellt. Ja, ein Datenbanksystem muss ja, installiert werden, das muss natürlich auch gemanagt werden. Darunter zählt Security, Backup und Testing und was man alles eben so braucht. Und ja, es wurde eben halt empfohlen, World Most Popular Open Source Databases und ja, guess what? Das ist aus unserer Sicht natürlich MySQL. So, jetzt hat man diese ganzen Entscheidungen getroffen und jetzt kommt eben so dieses Spiel DevOps Manager. Ja, bring also mal ein System ans Laufen, das wir verwenden können. Wir sind eigentlich nur an dem System des Datenbankmanagementsystems interessiert. So, jetzt kommt unser Bill ins Spiel. Wie gesagt, Bill, das haben jetzt mehrere aufgenommen in den Vorträgen. Wer den einen oder anderen kennt, kennt Bill vielleicht schon relativ gut. Bill gibt es nicht wirklich. Klar, ist einfach nur jetzt mal so unser Dummy-User, der jetzt herhalten wird für die verschiedenen Probleme, die wir sehen werden und wie Bill dann eben diese Probleme löst. Bill kennt MySQL so ein bisschen. Er weiß, dass es die Shell gibt. Er weiß, was DevOps ist. Und Bill ist so das Sprachrohr der verschiedenen Abteilungen. Und Bill verwendet jetzt tatsächlich ab jetzt alles, um MySQL-Probleme in der MySQL Shell zu lösen. Und ja, Bill ist ganz clever und ja, be like Bill. Die Common Tasks, die jetzt auf ihn zukommen, sind ja tatsächlich irgendwie, also er muss die Pakete installieren, er muss die ganzen Directories managen, er muss zusehen, dass er genügend Arbeitsspeicher hat, er muss sich Security-Richtlinien ausdenken und er muss letztlich dann auch den MySQL-Server konfigurieren. Alles das sind Dinge, die so dieser typische DevOps-Ingenieur an dieser Stelle dann macht. So, wir fangen einfach mal an. Sagen wir mal, Bill möchte sich jetzt eine MySQL-Installation installieren. Und das Erste, was er macht, ist, er holt sich die RPM-Packages von MySQL.com oder von irgendwelchen Linux-Distributionen, installiert sich MySQL. Ja, und wenn er sich diese MySQL-Shell installiert hat, er muss also eigentlich gar nichts machen. Außer er ruft diese MySQL oder er ruft diese MySQL Shell auf und gibt jetzt hier zum Beispiel ein DBO Deploy Sandbox Instance 4000. Das würde eine MySQL-Installation auf Port 4000 auf dem lokalen System ausrollen. Wenn er diesen Befehl ausführt, wird er noch nach dem Passwort gefragt.
das war's. Das MySQL-System ist installiert. Das liegt typischerweise in seinem Home Directory, Home Bill irgendwo und hat eine MySQL-Installation. Der möchte jetzt auch mit Replica-Sets oder mit InnoDB-Cluster arbeiten. Der deployt sich also noch eine zweite Installation auf Basis Port 4001 oder 4002 oder was auch immer, frei konfigurierbar. Hat jetzt zwei Installationen und könnte sich dann tatsächlich schon auf MySQL einloggen. Diese Installation von diesem Sandbox-Environment von MySQL dauert maximal eine Minute oder sowas. Das hängt ein bisschen mit der Disk-IO-Speed zusammen und hat dann aber ein vollständiges Binary und vollständiges Rollout seiner Installation in einem Verzeichnis XYZ. Gerade wenn es um Entwicklung geht und wenn es um solche schnellen Testsysteme geht, ist die Shell super, super hilfreich, weil ich kann das ausrollen innerhalb von einer Minute. Wichtig an dieser Stelle ist nur, ich muss die RPMs einmal installieren und das war es an dieser Stelle schon gewesen. So, der hat es jetzt ausgerollt. Jetzt spielen wir dieses Bild einfach mal weiter. Sagen wir einfach mal, er möchte User ausrollen. So, jetzt, er nimmt keinen zentralen Authentisierungsmechanismus via LDAP oder Active Directory oder was auch immer, sondern er legt tatsächlich die Benutzer in der Datenbank selbst an. Das kann er natürlich machen mit dem MySQL-Client und mit den klassischen MySQL-Befehlen. Jetzt, wer das mal gemacht hat, das ist ja jetzt auch nicht was, was man jeden Tag macht. Also jetzt bin ich an dieser Stelle halt kein klassischer DBA. Da ist man dann stellenweise schon so ein bisschen am Straucheln. Wie ist denn jetzt die Syntax? Wie gebe ich welche Passwörter und sowas vor? Und von der Seite wäre es an dieser Stelle ja ganz hilfreich, weil das Problem hat ja nicht nur ich, beziehungsweise der DevOps-Ingenieur, sondern das haben die ganzen Entwickler ja auch. Warum schreibe ich mir nicht einfach ein kleines Skript? Er nimmt jetzt hier an dieser Stelle JavaScript, um sich einen Benutzer anzulegen. Dieses Skript ist wirklich denkbar einfach. Er referenziert an dieser Stelle jetzt hier tatsächlich dann die MySQL Shell. Das ist ein kleines JavaScript, wo einfach nach einem Username gefragt wird. Und im zweiten Schritt werden dann die Grants, also die Berechtigungen in MySQL vergeben. Das guckt er sich einmal an, das legt er sich einmal ab und führt dieses JavaScript-Programm führt er dann in der MySQL Shell aus. Also er verbindet sich mit der MySQL Shell mit einem Admin-Router, mit einem Admin-User, also hier root at localhost auf Port 3307, referenziert dieses Skript. Man sieht hier schon, was passiert. Es wird ein MySQL-Account angelegt mit speziellen Berechtigungen. Das heißt, der User gibt an dieser Stelle jetzt nur noch den Usernamen und den Referenzhost ein und das entsprechende Passwort und das war's gewesen. Und genau diese Kombination von diesen Skripten, die ich einfach mal vermute, die jeder von euch hat, also wenn ich zu klassischen Kunden gehe, jeder hat irgendwelche Skripte, also das konnte man ja früher schon machen, nur früher war es halt immer so, der MySQL-Client wurde referenziert, das war relativ komplex und das war auch relativ teuer im Sinne von CPU und von Arbeitszeit. Das kann man mit der MySQL-Shell einfach super, super, super einfach tun. Wenn ihr jetzt sagt, naja, ich bin im Python-Umfeld, das geht genauso mit Python auch, wie es mit JavaScript eben auch geht. Das ist so der Weg, mit dem man sehr, sehr einfach mit der MySQL Shell arbeiten kann und wo ich mir einfach sehr, sehr viele Skripte für übliche Tasks anlege und mir das Arbeitsleben einfach sehr viel einfacher mache. So, jetzt hatten wir ganz kurz schon über Rollouts gesprochen. Da möchte ich an dieser Stelle noch kurz ergänzen. Wir werden nicht über größere Container, Docker, Kubernetes, Microservice-Architekturen sprechen. Nichtsdestotrotz, das geht natürlich nicht. Also ich kann MySQL auf einem physischen System installieren. Ich kann es natürlich auf einem virtuellen System installieren. Ich kann das in Docker installieren. Ich kann das in Docker, ich kann das außerhalb von Docker referenzieren oder ich kann natürlich auch über entsprechende Cloud-Anwendungen auf die MySQL-Systeme zugreifen. MySQL ist da sehr flexibel, sowohl wenn es um die Plattform geht, als auch wenn es um das Storage geht, auch wenn es um die Functionalities geht. Ich kann eine große Datenbank für ganz, ganz viele Anwendungsfälle abdecken. Ich kann aber umgekehrt auch eine MySQL-Installation in einem Docker-Container an eine spezielle Applikation bilden. Es gibt entsprechende Operator, da wird es auch größere Updates noch geben in diesem Jahr. Das kann ich mit dem MySQL sehr, sehr einfach tun, weil MySQL ist A als Applikation, es ist immer noch ein Single Binary, was hier ausgeführt wird. Es ist sehr, sehr einfach zu handeln, es ist sehr, sehr einfach auszuführen. Nichtsdestotrotz, ich kann auch sehr, sehr große Installationen abbilden. Also, auch hier, wir gehen hier nicht im Detail drauf ein, aber wer interessiert ist im Microservice-Umfeld, vielleicht einfach dann nachher mal zu mir kommen an den Stand und hier geht's weiter und dann können wir da im Detail drüber reden.
So, jetzt kommt so der erste Anwendungsfall. Auch hier wieder MySQL Shell spezifisch. Also er bekommt jetzt die Anforderung, dass er ein MySQL-System upgraden soll. So ein Datenbank-Upgrade, vor allen Dingen das Upgrade von 5.7 auf 8, das ist schon signifikant. Früher konnte man vom Release 5.5 auf 5.6 und 5.7, man konnte da relativ leicht hoch und auch downgraden. Das ist mit MySQL 8 ein bisschen komplizierter geworden, weil das ist Data Dictionary jetzt tatsächlich so der zentrale User Store für alles ist in MySQL. Also da muss man jetzt ein bisschen aufpassen. So, jetzt weiß Bill aber tatsächlich, dass es dieses Force Server Upgrade Utility in der MySQL Shell gibt. Bis denkbar einfach aufzurufen, also util, das ist ein util über die util API. Check for Server Upgrade ist der Name des Tools und root at localhost. Und er bekommt dann tatsächlich hier eine Auflistung von Checks, die wir durchführen. Diese Checks, da kommen immer mehr Checks dazu. Mittlerweile sind es irgendwie ein paar 20, ich weiß die genaue Anzahl gar nicht mehr. Und da wird dann eben geguckt, ob es ein konsistentes MySQL-System ist oder ob Probleme zu erwarten sind. Und wenn halt Probleme zu erwarten sind, sollte man diese Probleme, bevor man updatet, entsprechend erst lösen. Das Upgrade-Tool selbst, Stand heute, macht das Update nicht, aber man sieht eben eine Auflistung über die Probleme, die man erwarten kann. Wenn ihr vom Release 5.7 auf 8 updatet, was ich euch, wie gesagt, sowieso empfehlen würde, nehmt diese MySQL-Shell, macht dieses For-Server-Upgrade und überprüft, ob an dieser Stelle Probleme zu erwarten sind von dem Upgrade auf 5.7 auf 8. Auch hier nehmen wir einfach mal wirklich ein Standardbeispiel jetzt wieder. Wir integrieren jetzt dieses MySQL Upgrade Thema in ein Puppet System. Also, er soll diese Datenbank jetzt ausruhen und natürlich Bill ist ja clever, kennt diese verschiedenen Orchestration Tools. Er hat sich jetzt aus irgendwelchen Gründen für Puppet entschieden und natürlich legt er Wert darauf, dass seine Entwicklerkollegen the latest und greatest verwenden, weil das ist halt das sicherste an dieser Stelle, das ist das bestskalierendste an dieser Stelle und von der Seite möchte er natürlich verhindern, dass irgendjemand ein altes MySQL-System einlädt. Jetzt ist natürlich das Problem, wenn er in Puppet forciert, dass jemand das absolut letzte MySQL, das neueste MySQL nimmt, was ist denn, wenn tatsächlich jetzt dann Inkonsistenten sind? Also von der Seite, er kann es tatsächlich nicht forcieren, ohne vorher zu überprüfen, ob denn Probleme zu erwarten sind. Und an dieser Stelle, wie gesagt, Bill ist smart, weiß er, es gibt dieses Tool und er baut in seinen Puppet-String entsprechenden Upgrade-Checker vor dem Update ein. Was umgekehrt auch heißt, wenn Probleme zu erwarten sind, dann forciert er eben dieses Update an dieser Stelle mit Puppet nicht, sondern sagt an dieser Stelle relativ einfach, Break, Problem erst beheben. Und auch hier wieder über diese MySQL Shell, über dieses Utility ist das denkbar einfach. Es sind drei Zeile, die man einfügen kann. Man kann genau dasselbe an dieser Stelle mit Ansible machen oder mit anderen Orchestration Tools. Die sind da alle flexibel genug, dass man das sehr, sehr einfach überarbeiten kann. So, und jetzt weiß natürlich Bill, dass es da noch eine ganze Menge mehr Dinge in der Shell gibt. Und Bill weiß zum Beispiel auch, dass im Release 8.0.17 wurden sogenannte Multithreaded CSV-Imports-Utilities realisiert. Das ist vielleicht jetzt nicht so interessant, ich sage mal, das ist eher ein Nischenfall, aber was ist denn jetzt, wenn ich ein Backup und ein Restore machen will? Also ich glaube, das ist ja überhaupt so der Anwendungsfall, den jeder irgendwie hat mit MySQL. Und die allermeisten verwenden an dieser Stelle MySQL-Dump. So, MySQL Dump, das funktioniert, das ist rock solid, aber es ist halt auch wirklich schnarchen langsam. Und Bill weiß jetzt tatsächlich, dass die MySQL Shell hier auch über ein Utility eine spezielle Funktion, ein spezielles Dump anbietet. Und jetzt schauen wir uns einfach mal an, wie das so aussehen würde. Es gibt auch hier drei Utilities, Dump Instance, Dump Schema und Load Data. Das sind alles drei Utilities, die ausgeführt werden können. Und der große Vorteil von den Utilities ist, die sind multithreaded. Ich kann also tatsächlich aktuelle CPU, aktuelle Hardware verwenden und kann das über beliebig viele Threads an dieser Stelle teilen. Jetzt muss man ein bisschen aufpassen, weil auf der einen Seite ist das ein Vorteil, auf der anderen Seite ist das negativ, ist das nicht so toll, weil ich natürlich sehr, sehr viele Threads an dieser Stelle ansprechen kann. Die habe ich aber vielleicht alle gar nicht und von der Seite laufe ich vielleicht hier in Environments, die das einfach nicht unterstützen. Ja, das kann sein. Da muss man sich dann einfach überlegen, was ist mir wichtiger? Ist mir wichtiger, dass es schnell ist oder ist es mir wichtiger, dass ich weniger Ressourcen brauche? Allerdings kann man da ganz dramatische Performance
Vorteile an Tag bringen. Also wir können, wenn es um das Schreiben geht, wir können etwa 3 GB pro Sekunde schreiben. Das setzt natürlich eine entsprechende Hardware voraus. Wir können etwa 200 MB pro Sekunde einlesen in MySQL. Ich habe hier unten mal die Graphs rauskopiert aus unseren Seiten. Also das ist um mehrere hundert Faktoren schneller als ein klassisches MySQL-Dump. Und es empfiehlt sich tatsächlich mal zu überlegen, ob ich an dieser Stelle nicht mein altes MySQL-Dump auf Basis meiner MySQL-Shell-Dump aufsetze. Weil es ist natürlich sehr, sehr, sehr viel schneller. Vorausgesetzt, ich habe natürlich auch die darunterliegende Hardware. Ich habe hier ein Beispiel. Das ist das, was der Kollege Kenny Grip, einer der Product Manager von MySQL, gemacht hat. Also man sieht es, er hat sich in die MySQL Shell eingeloggt, hat util dump schemas aufgerufen, schreibt jetzt einfach diese Stack Overflow Datenbank, schreibt er in das Verzeichnis stackoverflow.dump. Er nimmt jetzt hier 88 Threads, das ist eine relativ große Maschine, dementsprechend viel Performance wird er auch kriegen. Und wenn man einfach jetzt mal weiter unten guckt, also er hat tatsächlich jetzt rund 200, ich weiß jetzt gar nicht mehr ganz genau, wie viel es gewesen sind, genau, es waren 0,5 Milliarde Rows, also 0,5 Milliarde ja, Rows, eben Informationen in der Datenbank. Die Datenbank war etwa, wie groß war sie gewesen? In der Größenordnung 250 Gig oder sowas, glaube ich. Und die hat er tatsächlich dann, ich sehe jetzt den Zeitstempel an dieser Stelle nicht, in 1 Minute und 22 Sekunden rausgeschrieben. Also nochmal, 0,5 Million Rows in ja, knapp 90 Sekunden. Es ist, wie gesagt, ein schnelles System, brauchen wir nicht zu reden, aber das ist schon signifikant. Ich behaupte mal, mit einem klassischen MySQL-Dump hätte man hier Stunden gesessen an dem System. Gut, jetzt hat er diese Datei rausgedumpt, er hat die runtergeschrieben. Jetzt kommt natürlich noch der andere Fall, er möchte das auch wieder einlesen. Und auch hier wieder, also util load dump, er gibt entsprechend den Pfad zu dem Dump an. Auch hier wieder, er arbeitet mit 88 Threads. Der erste Versuch ist fehlgeschlagen, der zweite Versuch, er hat erst noch einen Timeout eingebaut, hat geklappt. Und auch hier, er hat also rund 220 Gigabyte Daten, rund 0,5 Milliarde Raws in 27 Minuten 30, sagen wir 28 Minuten eingelesen. Also das ist schon relativ revolutionär, also in unseren MySQL-Dump. Zeit. Und von der Seite, also MySQL Dump, überlegt euch mal, ob das wirklich noch so sinnig ist. Ich sehe keine Nachteile mit dem MySQL Shell Dump, außer dass man sich mit der MySQL Shell ein klein wenig auseinandersetzen soll und dann sieht man schon, okay, diese MySQL Shell, das wird so auch für die Administration das Tool der ersten Wahl. Also diese ganzen Tools, die man früher hatte mit MySQL Dump, mit MySQL SLAB und diesen ganzen Tools, MySQL Admins, das ist jetzt alles so ein bisschen in die MySQL Shell eingeflossen. So, da gibt es auch noch eine ganze Menge so praktischer Vorteile von der MySQL Shell. Also zum Beispiel diese customizable Prompts, ja. Also ich glaube, ich bin der Superhero in Löschen von irgendwelchen relevanten Tabellen und Datenbanken, weil ich halt immer denke, ich bin auf dem Testsystem und palim palim. Ich war dann doch auf so einem Quasi-Prat-System. Ich kann jetzt zum Beispiel die Prompts so anpassen, dass es wirklich klar ist, das ist jetzt Production und das ist jetzt eben Test. Das kennt man natürlich von der Bash an dieser Stelle auch. Aber auch hier wieder der Vergleich, MySQL Client, der alte Client konnte das so nicht. Und diese Prompt, die kann man sich jetzt tatsächlich so einfach einbauen, wie man das will. Diese MySQL Shell hat einen Credential Manager. Also wenn ich mich sehr oft auf Datenbanken einlogge, habe ich jetzt tatsächlich einen Key Store, wo meine Passwörter hinterlegt werden können. Ich muss nicht immer wieder das Passwort eingeben. Das kann ich natürlich ein- und ausschalten, je nachdem, wie ich das will. Aber gerade wenn man so im Testumfeld unterwegs und auf sehr vielen MySQL-Systemen arbeitet, ist es wirklich klasse. Auch diese History-Funktion ist klasse, weil diese History ist jetzt tatsächlich auch Cross-Connection-Aware. Das heißt, wenn ich auf System A bin und gebe hier ein, keine Ahnung, Create Table XYZ, irgendeinen relativ langen Befehl, dann kann ich diesen SQL-Befehl tatsächlich auch auf meinem anderen MySQL-System jetzt ausführen. Was ist gerade, wenn man mit sehr vielen unterschiedlichen MySQL-Systemen arbeitet, sehr, sehr händisch und sehr, sehr einfach macht. Ich kann diese ganzen Outputs, die MySQL Shell erzeugen, auf speziellen Pagern ausdrucken, was es auch hier wieder sehr, sehr einfach macht, mit sehr, sehr großen Datenmengen zu arbeiten. Alles das kann die MySQL Shell out of the box. Gut, dass eine Hilfe existiert, das spare ich mir an dieser Stelle mal. Ich denke, das ist klar. Aber auch hier, es gibt eine sehr umfangreiche Hilfe, die ich in der MySQL Shell aufrufen kann. Und
Ja, MySQL Shell ist da sehr, sehr hilfreich. So, jetzt machen wir mal weiter. Der erste Use Case war, er rollt die Datenbank aus und er macht sein Upgrade. Jetzt hat er auf einmal das Problem, dass eben dieses System vulnerable to downtime ist. Also er braucht jetzt irgendwie ein Cluster oder ein Replikationskonstrukt. Und er hat eben critical Daten und High Availability wird jetzt einfach sehr, sehr wichtig für ihn. Und für die, die diese MySQL Shell, die diese MySQL Cluster Session vorher schon gesehen haben, werden jetzt vieles vielleicht an dieser Stelle wiedererkennen. Man kann mit der MySQL Shell ein ganz, ganz schnell das MySQL-Cluster-System aufbauen. Die MySQL-Shell übernimmt diese ganzen administrativen Tätigkeiten und stellt somit sicher, dass ja, der Cluster nach ja, optimierten Vorgaben aufgebaut worden ist. Ich gehe da relativ schnell drüber jetzt. Wen das interessiert, es gibt, wie gesagt, eine eigene Session darüber, wo wir den Cluster und Replikasets besprechen. Aber mal grundsätzlich, mit der MySQL-Shell kann ich ein InnoDB-Group-Replikationssystem aufbauen. Ich kann die Router mit dazu nehmen und die MySQL-Shell ist vollständig zuständig dafür, das System zu administrieren und zu orchestrieren. In der MySQL Shell kann ich ein Cluster aufsetzen, inklusive Cloning, innerhalb von ein paar Minuten. So, die Shell kann noch mehr. Und vor allen Dingen diese Admin-API, die kann noch mehr. Also die kann eben nicht nur den Cluster aufsetzen, sondern die kann den Cluster eben halt auch administrieren, die kann den automatisch tunen. Die Shell kann an dieser Stelle sehr, sehr viel mehr und das machen wir tatsächlich jetzt über diese Admin-API. So, er weiß jetzt, dass er den Cluster konfigurieren kann, dieses DBA-Configure-Instance, das bereitet eine MySQL-Installation vor auf den Cluster-Verwendung. Er kreiert dann den Cluster, in diesem Beispiel heißt der Cluster Cluster 1 und er nimmt jetzt die zweite Instanz in den Cluster mit dazu, mit Add-Instance, also Host 2 ist das an dieser Stelle und hat damit dann im Prinzip schon ein hochverfügbares System. Er kann über diese MySQL Shell den Cluster sehr, sehr einfach konfigurieren. Man sieht hier, dass über das Cluster Describe dargestellt wird, wie der Cluster arbeitet. In diesem Beispiel habe ich jetzt hier drei Systeme, 3310, 3320, 3330, ist wahrscheinlich ein Sandbox-Environment. Auch diese Dinge kann ich sehr, sehr einfach über diese MySQL Shell mit abprüfen. Ich kann jetzt mir auch diesen Status angucken, über Cluster Status. Ich kann diese Daten sehr, sehr elegant über die verschiedenen Pager und über die verschiedenen Output-Formate auch auslesen und entsprechend skripttechnisch behandeln. In diesem Beispiel, mein Cluster ist up and running, alle drei Systeme sind online und ich sehe, dass ich an dieser Stelle ein Read-Write-System habe. Das ist der erste Cluster 3310, der sogenannte Cluster Primary. So, wenn es jetzt tatsächlich irgendwelche merkwürdigen Probleme gibt, dann kann ich auch hier wieder die MySQL Shell verwenden, um die Probleme zu finden. In diesem Beispiel sind es jetzt sogenannte Inconsistent Reads. Inconsistent Reads sollten nicht aufdrehen. Der, der die letzte Session gesehen hat, weiß vielleicht, dass ich über entsprechende Consistency Levels den InnoDB Cluster so konfigurieren kann, dass tatsächlich die Reads auf den Systemen geforst werden, dass das System tatsächlich 100% akkurat ist. Und hier das Beispiel jetzt, ja, wie kann ich das mit der MySQL Shell forcieren? Ich könnte es immer auch anders machen. Ich kann es immer auch auf den klassischen Weg machen, aber die MySQL Shell macht es mir halt besonders einfach. Er guckt sich das an dieser Stelle jetzt hier an, wie mein Cluster Setup ist und sieht, dass tatsächlich hier das Consistency Level im Moment Eventual ist. Eventual Consistent heißt, das ist der Default in MySQL. Das heißt aber tatsächlich auch, dass ich nicht resynchron auf meinem Cluster arbeiten kann. Und genau das wird er jetzt tatsächlich hier ändern, indem er zum Beispiel sagt, er ändert es auf Eventual und er macht es auf Before Reads oder Before Writes oder er macht es eben Before und Primary Failover. Before und Primary Failover ist tatsächlich die empfohlene Option. Die können wir nicht als Default setzen, damit wir kompatibel zu den älteren MySQL-Systemen sind, aber das kann man tatsächlich jetzt einfach sehr, sehr schön über die Cluster API mitmachen. Gut, die Umstellung hier auch wieder, ich bin in der MySQL Shell, ja, ich connecte mich auf einen Server, ja, Set Options, Failover Consistency, Before und Primary Failover, denkbar einfach. Das Ganze ist eine Option, die ist online möglich. Also auch hier sind keine Restarts oder sonst irgendwelche Dinge nötig über die MySQL Shell. So, jetzt geht es weiter. Es geht um Maintenance. Ich habe jetzt drei Cluster-Systeme und ich sage mal, ich möchte ein System updaten. Ob das jetzt ein Betriebssystem-Update, ob das mehr Memory, mehr CPU oder einfach ein MySQL-Update ist, lassen wir mal einfach außen vor. Auch hier über die MySQL-Shell kann er tatsächlich einfach definieren, was ist denn mein Primary-Cluster? Wohl wissend, dass die zwei Secondary-Cluster aus dem Cluster-Konstrukt genommen werden können.
Man macht dann da die entsprechenden Updates. Ja, jetzt bin ich aber an dem Fall, ich habe einen alten Server, der mein Primary ist, ich habe einen neuen Server, der mein Secondary ist. Jetzt muss ich tatsächlich über die MySQL Shell forcieren, dass der Primary zum Secondary wird und vice versa, damit mein neues System mein neuer Primary ist. Auch hier, das kann ich über Set Primary Instance sehr, sehr einfach tun. Sollte an dieser Stelle kein Problem sein und ich ändere tatsächlich dann den Status der einzelnen Clusterknoten von Primary auf Secondary. Das geht im Übrigen mit der Replikation, mit den Replikasets ganz genauso an dieser Stelle eben auch. So, noch eine spezielle Funktionalität von dem InnoDB Cluster. By default ist der Single Primary Aware, das heißt, es gibt eine Relevanz oder es gibt eine Rolle, es gibt den Primary Node in einem System und es gibt typischerweise mindestens zwei Secondary Roles. Ich kann die auch so konfigurieren, dass das alles Primary Server sind. Das könnte unter Umständen dann zu Deadlocks führen, aber mal grundsätzlich funktioniert es. Und er schreibt ja jetzt hier auch, er hat also keine Concurrent DDLs, er hat keine Foreign Keys, er hat keine großen Large Transactions. Wahrscheinlich kann er tatsächlich in einen Multi-Primary Mode fahren, auch wenn es nicht wirklich von unserer Seite aus Stand heute empfohlen ist. Er kann das an dieser Stelle tun. Und auch hier wieder, Switch to Multi-Primary Mode wäre der entsprechende Befehl in der MySQL Shell, könnte sehr, sehr einfach umgesetzt werden. Und ich kann damit erreichen, dass alle drei Systeme, man sieht es hier, Cluster 1, 2 und 3, in den Read-Write Mode gesetzt werden. Ja, jetzt passiert das, was dann irgendwie immer passiert. Also normalerweise ein Cluster braucht ein richtig gutes Netzwerk. Und jetzt habe ich aber diesen Cluster-Hiccup. Und ja, jetzt ist so ein bisschen die Frage, was mache ich dann an dieser Stelle? Und auch hier, Bill weiß, dass ich tatsächlich auch hier wieder über die MySQL Shell sehr, sehr einfach sagen kann, ich kann Timeouts definieren. Also wie viel Zeit vergeht, bis ein Cluster wirklich bis ein Member aus einem Cluster rausgeschmissen wird. Und über dieses Excel Timeout kann jetzt definieren, dass also, wenn ein Cluster 180 Sekunden nicht verfügbar ist, rausgeschmissen wird, was im Umkehrschluss aber auch heißt, 180 Sekunden ist eine ganze Menge. Ich glaube, so lange Netzwerkfehler hat man heute nicht mehr, aber ich kann mein Netzwerk bzw. mein Cluster sehr, sehr einfach an die Netzwerksysteme mit anbieten. So, last not least, ich kann diesen einzelnen Cluster-Membern auch einzelne Member-Weights geben. Wenn ich drei Systeme habe und ich habe tatsächlich das Problem mit einem Member, kann ich definieren, was für ein Weight gebe ich diesen Server vor, sodass gewährleistet ist, dass dieser spezifizierte Server dann der nächste ist. Und auch hier wieder, das kann ich sehr, sehr einfach über MySQL Shell, über die Cluster-API definieren und auch hier wieder in der MySQL Shell definieren. So, das war einfach jetzt mal eine lose Kombination aus ganz, ganz vielen Shell-Befehlen. MySQL Shell ist das bevorzugte Tool. Also man sieht es, man kann Dumps damit machen, man kann Cluster damit administrieren, man kann die Replikas damit administrieren, man kann ganz einfach Upgrades machen. Vor allen Dingen kann man ganz, ganz einfach MySQL-Instanzen auf Basis eines Sandbox-Environments ausrollen. Man braucht keine externen Tools. Das Ganze geht im Regelfall alles online. Die meisten Funktionalitäten der MySQL Shell sind Online-Funktionalitäten. Und deswegen denken wir halt, dass dieses MySQL Shell sehr, sehr in diesen DevOps-Bereich mit reinspielt. Da gibt es noch unheimlich viel mehr, was man sagen könnte, was man sagen sollte. Aber ich sag mal, ich bin jetzt am Ende meiner Zeit.